Na? Was machen wir jetzt? Wo rennst du hin? Ich kann nicht irgendwo hinrennen, das ist egal. Ich weiß. Das ist praktisch nur Ladescreen, gell? Ein interaktiver. Der Gicht. Warum? Mir schaut die Finger an. Naja, das ist nur. Naja. Die Programmierung ist das. Devonport. Connor. Das ist er, oder? Heißt der nicht Connor? Jetzt werde Connor ich war das vom Ding. Become Human. Ja, der auch, ja. Aber ich glaube, er heißt auch Connor. Ich weiß nicht mehr. Ich auch nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Bleib mal lieber stehen. Ich weiß, wo der Schlüssel ist. Ja, dann los! Und so schaut's heute dort aus, ne? Ja. Okay, sehen wir nach, was drin ist. Noch nicht. Wir müssen noch für Stromzufuhr sorgen. Finde die übrigen Podeste und schließe die Energiequellen an. Bin dabei. Was soll ich machen? Wo soll ich was machen? Die Podeste finden und die Energiequellen anschließen. Ja, woher soll ich wissen, wo die sind, verdammt? Da nicht. Hallo. Hey. Glaubst du, Widdicks Tod wirft Abstergo zurück? Eher nicht. Klar, er war ein Pionier des Animus. Aber die haben die Technologie seit Jahrzehnten. Andere werden seinen Platz einnehmen. Und Cross? Er war eine tickende Zeitbombe. Ich bezweifle, dass sie um ihn trauern. Ich glaube, er war mehr ein Symbol als ein Aktivposten. Es tut mir leid, ich wollte deine Leistung nicht schmälern. Aber es erfordert mehr als ein paar Tote, um die Templer aufzuhalten. Ich bereue, dass du dich nicht in die Abstergo-Server gehackt hast, als du da warst. Ein paar wohlplatzierte Relais und wir würden in Daten schwimmen. Wir haben, was wir brauchen. Bis auf den Schlüssel. Wir sind nah dran. Woher weißt du das? Einfach so. Einfach so. Der beste Grund auf der Welt, ha? Warum machst du das? Ja, so. Das da könnte mein Center.
Ich wünschte, ich hätte aufgepasst. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich machen muss. Ich weiß wirklich nicht. Das ist ein Scherz. Mache ich da? Wenn wir die grausame Macht der Sonne nicht nutzen konnten, vielleicht konnten wir sie abwehren. Wir konnten die Felder schon erzeugen, um uns in Zeiten des Zwists zu schützen. Doch dieses waren kleine und simple Dinge. Sie in den ganzen Ausmaßen eines Planeten zu erschaffen. Dafür mangelte es unserer Energie. Die halbe Welt, sagten sie dann. Das wäre besser als nichts. Ein Versuch. Wieder ein Fehlschlag. Ein Viertel, fragten sie. Selbst das schafften wir nicht. Ein Sechstel, ein Achtel, ein Zehntel, riefen sie. Die Antwort blieb die gleiche. Mit viel Zeit könnte eine Stadt verschont werden. Doch über diese Zeit verfügten wir nicht. Wir zogen weiter. Aha, doch. Weg, das herauszufinden. Alles anders laufen, wieder für den schnellen Weg. Oh, war wurscht. Tut dadurch weh. Jetzt muss ich da wegkommen. Und jetzt gehe ich zum Animus hin, oder? Nope. Ich habe etwas herumgestöbert. Wusstet ihr, dass hier unten Maschinen sind, die Mana herstellen? Zauberer-Mana oder biblisches Mana? Was glaubst du denn? Biblisches natürlich. Die Griechen nennen es Ambrosia. Die Inder Amrita oder Soma. Die meisten Kulturen kennen göttliche Nahrung, obwohl es ganz und gar nicht so schmeckt. Soma? Du hast etwas aus einem 75.000 Jahre alten Automaten gegessen? Und ich habe es sogar überlebt. Also, wonach hat es geschmeckt? Pappe. Schmeckt wie Pappe. Keineswegs legendär. Ich frage mich, ob die erste Zivilisation andere Geschmacksrezeptoren hatte als wir. Vielleicht ist der Aromator kaputt. Aromator? Du kannst echt mit Worten umgehen, Rebecca. Dann gehe ich mal zu Rebecca, glaube ich. Da hinten gestanden. Hey Desmond, hat Subjekt 16 nicht... Sein Name war Clay. Sorry, hat Clay nicht gesagt, Washington wäre... Desmond, hast du? Nein, er deutete an, dass Washington Kontakt mit dem Apfel hatte. Aber der andere ist die Frage, wie der Kreis hat.
Außerdem, dem Gemälde nach, auf das Indianer zog, war dieses Ereignis viel später in Washingtons Leben. Vielleicht war Connor gar nicht beteiligt. Das ist schwer zu sagen. Wir müssen Rebecca, sehen, was passiert. Falls überhaupt was passiert. Parkinson. Und wie war es, wieder bei Abstergo zu sein? Ich dachte nicht, dass ich da lebend wieder rauskomme. Es ist gut, dass Cross diesen Zusammenbruch hatte. Wäre er nicht durchgedreht, wäre ich jetzt tot. Ich schätze, er hat sich nie ganz erholt. Wie meinst du das? Als er damals zu uns kam, zeigte er schon Symptome des Sicker-Effekts. Und zwar sehr stark. Es konnte jederzeit einfach so passieren, auch ohne den Animus. Er wurde auch manchmal gewalttätig. Hat viel Zeit und Therapien erfordert, aber wir dachten, wir hätten es unter Kontrolle. Aber als er dann wieder zu Abstergo ging, wer weiß, was die ihm antaten. Ich habe immer noch Angst, ich kann nicht zu ihr rübergehen. Er wuchs in einem Animus auf, Desmond. Es gibt Überstimulierung und es gibt Daniel. Armer Kerl. Das kann dir niemals passieren. Wir passen auf. Hat Widdick dich in den Animus gesteckt, als du bei Abstergo warst? Können sie deine Erinnerung nicht bis hierher zurückverfolgen? Oh, sie haben es versucht. Ich habe es ihnen schwer gemacht. Man kann sich wehren, weißt du? Du kannst die Übertragung verschleiern oder dich einfach nicht bewegen. Die hätten schon bekommen, was sie wollten. Hat Widdick dich in den Animus gesteckt, als du bei Abstergo warst? Können sie deine Erinnerung nicht bis hierher zurückverfolgen? Habe ich noch immer die gleiche Aufgabe? Achso, ich muss wahrscheinlich da auch noch so einen Teil finden zum Einsetzen, aber ich habe ehrlich gesagt absolut keinen Plan. Ich kenne mich da nicht aus, da ist nichts angezeigt. Da muss. Ah ja, genau. Schau, habe ich nichts gesagt. Was ist dein Fall? Steht er fest? Unabänderlich? Ist seine Existenz wirklich sicher und wartet er nur auf seine Entdeckung? Oder kann er geändert werden? Hier erfuhren wir die Antwort und dachten, sie können es sein. Sie wurden genutzt, um zu befehlen, zu kontrollieren, zu besetzen. Aber wir fanden bald einen weiteren Nutzen. Waren es erst genug Führige, die alle glaubten, nahmen ihre Gedanken Form an. Aber dann wurde zu weit. Wenn 100 eine Mauer zerstören oder einen Baum erschaffen konnten, was würden 1000 vermögen? 7000? Mehr? Könnten wir die Übereinkunft ändern und die Bedrohung wegdenken? Wir beschlossen, einen in den Himmel zu schicken, um uns alle zu erleuchten. In dem Moment sollte Einsatz gesagt werden. Wir sind sicher. Auf diese Weise wollten wir die Übereinkunft ändern und so die Welt retten. Jedoch kam es nicht dazu. Wir starteten ein Dutzend Bomben, aber wir konnten sie nicht kontrollieren. Den Strahl nicht lenken, die Welt nicht steuern, die Worte nicht sagen. Und obwohl dies schon sehr gefährlich war, war unser nächster Versuch schlimmer. Okay, ich hoffe, ich gehe auch in den richtigen Weg jetzt. Bin ich aber runtergefallen, oder? Unser erster Impuls war es, zurückzureisen, die Vergangenheit zu ändern. Doch wir fanden keinen Weg. Aber vorwärts. Wir konnten vorwärts blicken. Und so wollten wir über uns selbst hinaussehen und wissen, was kommen würde.
Erst beobachteten wir, ob unser Werk Erfolg hätte. Allerdings war die Antwort immer dieselbe. So zogen wir wieder weiter. Sie jedoch verweilte. Jene, die ihr als Minerva kennt. Schon bald beobachtete auch sie nicht mehr. Und stattdessen begann sie zu sprechen. Sie sprach durch die Zeit hinweg, in der Hoffnung, euch retten zu können. Sie versteckte unauffindbare Botschaften, sicher für dich und für jene, die dich begleiten. Das ist interessant, ja? Ich bin es leid. Diese kryptischen Warnungen, Drohungen. Sag uns, was du willst! Tun sie doch. Wir sahen auch Riesen da selbst. Wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen und somit auch in den ihren. Stell dir vor, all das einem Zweijährigen zu erklären, einem Jungspund. Als sie sagten, der Wille der Götter sei unergründlich, meinten sie es so. Buchstäblich. Ich habe sie ermordet. Lucy ist tot. Es war der Apfelsohn. Aha. Es war Juno. Ich sah, was sie war. Was geschähe, wenn sie weiterlebt? Ich hätte es stoppen können. Ich meine, da war ein Zwang. Aber ich musste nicht. Ich entschied mich. Desmond. Lucy wollte uns betrügen und den Apfel zurück zu Abstergo bringen. Ich sah den Satellitenstart. Ich sah seine Aktivierung und dann... das Scheitern. Was auch hinter dieser Tür liegen mag, es hilft, Bruno. Wir müssen vorsichtig sein. So, da haben wir jetzt einen neuen Weg. Aber ich muss mit den Chefs so aufhören. Zack. Chefs, wir kommen jetzt zurück. Da kommen wir nicht mehr weiter, oder? Da ist er zur Schreierschaft. Wurscht, ich glaube halt da. Okay, es geht nicht. Dann da. Spannend machen. Ich sag's dir, hier unten ist was. Sei nicht albern. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie geschlafen oder so und wir haben sie geweckt. Eine Art Kryotechnik oder Winterschlaf. Ich meine, woher sollen wir wissen, was die hier unten gemacht haben? Sie arbeiteten an mehreren Lösungen, aber keine klappte. Sie gingen von einer zur nächsten und dann, ich weiß nicht. Irgendwann verschwanden sie. Nach dem Ende. Ich frage mich, wie die Welt aussehe, hätten sie Erfolg gehabt. Ich sorge mich mehr darum, was ist, wenn wir keinen haben. Erlösung. Sie fanden einen Weg. Zu spät für sie, doch nicht für euch. Ein Siegel,
Beschützt es. Doch euch steht es im Weg. Findet den Schlüssel. Die Vergangenheit verrät es.